Jetzt geht's 2150 Höhenmeter runter. Hallo Leute, ich befinde mich in den Julischen Alpen im Triglav Nationalpark. Und was habe ich mir vorgenommen? Natürlich den Triglav selbst, einer der Seven Summits mit 2864 Metern. Ich befinde mich jetzt hier am Anfang bzw. des Parkplatzes des Triglav Nationalparks bei Trenta. Die Koordinaten kann ich euch gern auch noch einblenden, lässt sich aber relativ einfach finden. Ja, und die Tour ist knüppelhart, 11,5 Stunden. Deswegen habe ich sie mir auch auf 2 Tage aufgeteilt. Erste Station ist die in 1500 Meter höher gelegene Schutzhütte Koža na Doliču. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und da sind wir jetzt auch auf dem direkten Weg hin. Drückt uns die Daumen, dass das Wetter mitmacht und dass wir diesen wunderbaren Berg besteigen können. So. Nach ein paar hundert Metern kommt hier schon das erste Schild. Koža na Doliču, 2151 Meter, 4,5 Stunden Gehzeit steht hier. Es gibt 2 Wege und wir folgen jetzt einfach dem hinteren. So, wir laufen jetzt eine gute Dreiviertelstunde auf so einem schönen weiß geschotterten Weg entlang. Ja, viele Höhenmeter haben wir noch nicht gemacht, knapp 400. Der Monsterteil kommt dann in den Bereich, der vor uns liegt, und da geht es dann steil hoch zur Hütte. So, hier jetzt angegeben mit 4 Stunden Koža na Doliču. Witzigerweise zum Gipfel stand mal 6 Stunden 30 Minuten, hat jemand durchgestrichen und 5 Stunden 30 Minuten dran geschrieben. Naja, aber wo wir schon bei Zahlen sind, wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Die Tour geht vom Tal bis zum Gipfel ohne Übernachtung 6,5 Stunden, also reine Gehzeit, und runter 5 Stunden. Etwa 30 Kilometer Gehstrecke sind es und 2150 Höhenmeter. So, jetzt geht's immer schön in Serpentinen kehren, den Berg hinauf, schön Höhenmeter machen, aber ein tolles Panorama. Echt interessant hier lang zu laufen. Es fühlt sich menschenleer an. Ein ganz anderes Gefühl, als man in den Alpen hat, die ich so kenne. Also vorrangig die westlichen. Da haben wir immer das Gefühl, man ist irgendwie in Zivilisation. Und hier ist irgendwie ganz anders. Stiller. Ab und an kommen ein paar Wanderer entgegen. Aber ja, Wildnis. Also gefühlt laufen wir jetzt hier schon eine halbe Ewigkeit. Diese Serpentinen nach oben, Schweiß tropft, Gott sei Dank scheint die Sonne gerade nicht, aber hier heißt es wirklich Höhenmeterschrubben, Höhenmeterschrubben, Höhenmeterschrubben. Huhu, ein Lebenszeichen der Wegfindung. 2 Stunden 30 Minuten bis Koža na Doliču zur Hütte. Ungefähr die Hälfte haben wir hier jetzt weg. Ja, und Wetter, hoffentlich bricht es jetzt nicht aus mit Regen. Immer ein bisschen genieselt, aber so ist es eigentlich recht angenehm zu laufen. Trotzdem, die sommerlichen slowenischen Temperaturen heizen ordentlich ein. So, hier ist meine schöne Steinlawine runtergekommen. Erstmal nach dem Weg schauen. Aber da drüben geht's lang. Da uns nicht viele, aber ein paar Leute entgegengekommen sind, nehme ich mal an, dass die hier auch lang sind. Ist schon echt irre, wie viel Höhe man hier in so kurzer Zeit macht. Da unten kommen wir her, schlängelt sich der Weg durch den Stein und daneben so eine riesige Wand. Gibt nichts mehr zu sagen, oder? Der Schweiß tropft. Aber der Weg ist schön. Ja, und da unten sind wir gekommen. Jetzt sieht man es mal. Jetzt sind es noch gute 400 Höhenmeter. Da kommen uns auch mal seltene Menschen entgegen. Da oben ist die Hütte.
der Süße. Das ist jetzt hier nur noch eine Schinderei. 2000 Höhenmetern sind wir jetzt etwa. Hier sieht man auch noch die Zeichen, weil immer wieder Schneefelder den Weg überdecken. Aber ich denke mal, wir sind hier richtig. Ungefähr noch 150 Höhenmeter sind es bis zur Hütte. Und dann dürfen wir es geschafft haben. Also Orientierung ist hier definitiv gut. Ich nehme mal an, da oben geht's weiter. Ganz interessant, wir laufen jetzt hier noch so eine Kehre einmal außen rum. Da unten sind wir lang gekommen durchs Schneefeld, jetzt hier hoch. Und dann geht es hier quasi weiter. Auch immer ordentlich gemacht. Wahnsinn. So, ich nehme mal an, das ist jetzt die letzte Kehre. Geschafft! Kosha na Dolishu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Triglav Hütte, 2151 Meter. Ha, es regnet ein bisschen, aber wir sind noch oben. Wenn jetzt noch mehr Wolken aufziehen, genau zum richtigen Moment. Muss. Sehr, sehr schön und windig hier. Dann geht's auf den Superplatz. Finde ich richtig cool. Alles draußen. Ja, ich hatte überlegt, heute noch den Aufstieg zu machen, aber ich glaube, bei diesen Wolken wird das wahrscheinlich erst morgen, so gegen 5, ab 9 Uhr morgens soll es regnen, deswegen wird es ein frühes Aufstehen. Jetzt zeige ich euch mal die Zimmer. Hier einmal geht es hier noch weiter nach oben. Weiß ich nicht, das ist glaube ich privat. Und hier kann man nicht meckern. Decke, man braucht nicht mal einen Schlafsack. So, Zimmer eingerichtet, jetzt gibt es gleich Abendessen. Die erste Etappe heute war relativ anstrengend. Wetter hat relativ gut mitgespielt. 4 Stunden haben wir insgesamt gebraucht. Wir werden jetzt noch fix was essen und haben uns dann die Koje, denn der Wetterbericht sagt, dass es ab morgen 9 Uhr regnen soll. Das heißt, wir werden so gegen 5 Uhr aufstehen und dann auch direkt zum Triglav aufsteigen, denn ich habe keine Lust, dass wir auf dem Rückweg eine riesengroße Matsche kommen und der Weg abfällig ist. Denn, das muss man sagen, der Weg hier hoch ist zwar wunderschön, teilweise aber relativ schmal. Und wenn dann der Regen drauf fällt, dann weiß man nicht, wie morgen dann die Zustände sind. Deshalb frühes zu Bett gehen und morgen früh raus. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Ich freue mich. Ich sag schon mal gute Nacht. Guten Morgen. Jetzt schauen wir uns mal das Wetter an. Sieht doch super aus. So, 6 Uhr morgens, los geht's. Hier geht eigentlich der Weg lang, aber da ist ja wie so ein großes Schneefeld drüber, deswegen queren wir das jetzt unten rum. Aber Wetter sieht gar nicht so schlecht aus.
700 Höhenmeter, etwa 2 Stunden sind angegeben bis zum Gipfel. Schaut mal, da ist ein bisschen die Sonne sogar. Also, wenn wir Glück haben, bleibt das Wetter so. So, ungefähr 20 Minuten unterwegs, erreicht man hier so ein Plateau und da sieht man das erste Mal den Triglav. Wenn mich nicht alles täuscht, aber laut Karte müsste er das sein. Und jetzt schaut euch mal, wie gut die Wege hier angelegt sind. So, eine knappe Stunde sind wir unterwegs. Jetzt mal hier auf so eine Art Pass. Hier steht jetzt auch Triglav 1 Stunde. Da sieht man schon ein paar Leute hochkraxeln. Steiler und in die Richtung Hoshana Doritschu, 1 Stunde 15. Viertelstunde gut gemacht, laut Wegweiser. Na gut, dann mal los. So, hier wird es jetzt spannend. Die Kletterpassage nicht versichert, also nur mit Stufen. Jetzt kann man sich hier das eine Stück hier kann man gut klettern, aber fehlt jeden einen Klettergurt. Hier oben geht es einfach mal weiter ohne. Also schon nicht ohne. Wetter spielt wirklich Bombe mit. Hier seht ihr jetzt bei der Wegfindung. Das heißt nicht dahin, sondern so rüber. Wow. Da ist die andere Hütte. Siehst du das? Da ist eine andere Hütte, ja. So, Triglav, 2864 Meter, 2 Stunden von der Hütte haben wir gebraucht und seht da, wir haben sogar wirklich noch Glück mit dem Wetter. Hier sieht man noch richtig gut und hinter uns ist schon alles zu. Ja, von ganz unten bis hoch 6 Stunden. Heute ist nichts drin. So, jetzt geht's 2150 Höhenmeter runter. Und man sieht hier tatsächlich den Ort, wo wir noch hin müssen. Ah, ganz hinten. Na dann. We'll be right back.
kaum sind wir über den Kamm rüber. Auch wieder Sturm, Schattenseite, also hier wirklich vorsichtig. So, wir lassen jetzt die Hütte hinter uns, haben uns nochmal gestärkt, was gegessen, wirklich sehr nett da und treten jetzt den Weg ins Tal an. Ja, von oben zum Gipfel bis zur Hütte haben wir tatsächlich 2 Stunden gebraucht, also genauso lang wie hoch, weil die Kletterpassagen nach unten tatsächlich eine gewisse Vorsicht brauchen. Ja, ansonsten sind jetzt noch ungefähr 3-4 Stunden vor uns. Den Weg kennt ihr ja schon im Groben, im Hinweg. Und ja, Zeit für ein kleines Fazit. Ich finde, es ist eine schwere Bergwanderung, vor allem wenn man sie versucht an einem Tag zu machen. Wir haben sie nun an 2 gemacht und 2150 Höhenmeter ist definitiv eine Ansage, also auch jetzt im Abstieg. Und nehmt euch ein Klettersteigset mit, das kann ich empfehlen. Ich hatte jetzt keins dabei, aber es ist definitiv hilfreich, gerade für jemanden, der nicht ganz schwindelfrei ist vielleicht und nicht ganz trittsicher. Ansonsten ist es wirklich eine wunderschöne Landschaft. Jetzt tatsächlich, gerade wo wir gehen, geht der Nebel zu. Also perfektes Timing. Die Julischen Alpen sind wunderschön. Es ist sehr ruhig und es macht einfach Spaß, hier zu gehen. Deshalb absolute Empfehlung. Nicht nur, weil der Triglav ein 7 Summit ist, sondern weil es einfach wirklich eine schöne Umgebung ist. Der Berg selber ist toll. Er wirkt tatsächlich viel höher, also auch durch diesen ewig langen Aufstieg und oben auch noch die Kraxelei. Aber man sollte ihn definitiv nicht unterschätzen. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen hoch, Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder weiterempfehlen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.